Hallo bei der leckersten ZB10-Vorbereitung. Heute Englisch, kurz und knackig, alles Wichtige erklärt. Viel Spaß dabei! Hier zuerst mal meine Quelle. Vom Schulministerium in NRW habe ich diese Datei mir runtergeladen und habe sie mir dann angeschaut für euch. So, was für Texte können überhaupt die Ausgangstexte sein? Es können Sach- und Gebrauchtexte sein, also Kommunikationstexte wie Reden, Interviews, Zeitungsartikel, Telefonate, E-Mails. Es können fiktionale Texte sein, welche Romanauszüge oder Kurzgeschichten, diskontinuierliche Texte, sowas wie Cartoons oder Grafiken oder Tabellen. Und für das Schreiben können außerdem noch kontroverse Aussagen oder Fragen aufkommen oder Sprichwörter. Das heißt, ihr habt irgendwie einen Text und dazu wird dann ein Sprichwort oder eine Frage aufgestellt und ihr sollt dazu dann Stellung nehmen. Die ZP10 in Englisch ist aufgebaut folgendermaßen. Ihr habt zuerst die Hörverstehensaufgabe, dann habt ihr im zweiten Teil den Wortschatz, das Leseverstehen und das Schreiben. Also nochmal, Teil 1, hören, halboffene Aufgaben, Sätze vervollständigen, mit eigenen Worten antworten, also es kommt beides vor, Multiple Choice und ihr dürft zweimal den Text hören jeweils. Bei Teil 2, Wortschatz, lesen, schreiben, habt ihr halboffene und geschlossene Wortschatzaufgaben. Ich habe ein Video, das verlinke ich euch. Leseverstehen sind geschlossene und halboffene Aufgaben. Da sollt ihr dann die Zeilenangaben angeben bei den halboffenen Aufgaben. Da steht dann irgendwie eine Aussage oder irgendein Satz drin und ihr sollt den halt eben erklären mit Hilfe des Textes. Beim Schreiben hast du einen Ausgangstext und wirst dann schrittweise herangeführt. Erstmal describe, dann explain und am Ende kommt dann sowas wie comment oder complete. Also erstmal beschreiben, was in dem Text gemeint ist, damit du zeigen kannst, du hast den Text verstanden. Dann wird ein bisschen komplexer gefragt und du sollst etwas erklären oder diskutieren. Und danach sollst du entweder einen comment oder irgendwie einen fiktionalen Teil schreiben oder einen kreativen Teil schreiben. Teil 1. Du hast Zeit, um die Aufgaben zu lesen, damit du eine Vorstellung vom Text bekommst und dann auch besser für Details offen bist. Dann wirst du den Text zweimal hören und du hast während des Hörens und im Anschluss Zeit, um Fragen zu beantworten. Das heißt also, nimm dir vor allen Dingen am Anfang auch die Zeit, um die Fragen zu lesen, die du dann später beantworten sollst. Teil 2, Textverständnis sichern. Ja, das ist die erste Aufgabe. Dann grundlegende Interpretation des Textes. Und dann hast du argumentatives Schreiben mit Comments oder Discussions und kreatives Schreiben, Perspektivenwechsel, Fortsetzung, alternatives Ende, Umschreiben in ein anderes Textformat. Und die beiden letzten Aufgaben sind im Prinzip Wahlaufgaben. Ich habe jetzt noch ein paar Tipps zum Lernen für dich. Erstmal liest dir die Texte aus deinem alten 9er und 10er Englischbuch durch. Das ist ungefähr das Niveau, was in der ZP10 auf dich zukommen wird. Und wenn du die Texte verstanden hast, dann musst du dir da schon mal wenig Sorgen machen. Lerne unbekannte Vokabeln. Es kommen Vokabeln vor, die ihr bis zur 10. Klasse in Englisch gelernt haben solltet. Und die Bücher in Nordrhein-Westfalen, die werden höchstwahrscheinlich alle mehr oder weniger diese Vokabeln auch irgendwo vorkommen haben. Vielleicht hat das eine Buch mal ein paar mehr Vokabeln, die das andere nicht hat. Dafür hat das Buch dann andere Vokabeln, die das erste Buch nicht hatte. Mein persönlicher Tipp auch, hör dir viel Englisch an. Zum Beispiel YouTube, Serien, Nachrichten, so CNN oder BBC.
Einfach, damit du die Sprache hörst und damit du den Klang der Sprache, die Melodie der Sprache und die Grammatik so ein bisschen mitbekommst. Und der letzte Tipp, arbeite mit professioneller Literatur. Finale oder Stark oder was auch immer, die arbeiten jedes Jahr daran, dass ihr die aktuellsten und neuesten Bücher bekommt, wo alte Prüfungsaufgaben drin sind, mit Lösungen, mit Lösungsvorschlägen. Und im Prinzip könnt ihr damit dann euch super auf die Prüfung vorbereiten. Das war's für heute für diesen Lernsnack. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, das Video war für dich ein bisschen interessant oder hilfreich oder nützlich oder unterhaltsam. Und ich würde mich freuen, wenn du mir das mit einem Daumen oder mit einem Abo zeigen würdest. Dann weiß ich, dass ich meine Arbeit vernünftig mache und ich habe natürlich auch Spaß daran, neue Videos zu machen. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal bei den Lernsnacks. Macht es gut. Tschüss.